Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel Röpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Wir sind immer noch auf der Zenetra. Und der Typ kommt irgendwie nicht näher. Boah, ist der blöd. Mann, ist der blöd. Und du auch. Ugh. Beutefänger, cool. Cool. So, Truhe. Ist jetzt noch Schatztonmeister oder irgendwie sowas. Ne, okay. Nein. Boah, wie viele Gegner. Ha. Einmal im Kampf. Aua. Mindestens. Oh, au, au, au. Ich sehe nichts. Aua. Aua, so viel Schmerzen. Ich verdenke, ich setze meinen falschen Angriff ein. Und ich habe gesagt, und. Zack. Boah, an einem Punkt konzentriert und fertig gemacht. Schön. Ich habe kein Gericht mehr, oder? Ja. Nehmen wir hier. Erhaltenes Galt. 100%. Warum nicht? Weiter im Text. Und. Hä? Wir sind wieder hier, was? Was ist das denn? Sind wir wieder am Anfang? Ey, warum sind wir denn wieder am Anfang? Ja, ich weiß nicht. Nee. Alter. Warum sind wir wieder hier? Ich konnte die Tür echt nicht öffnen. Du willst mich doch verkackeiern. Ja, und jetzt, wo muss ich denn jetzt lang? Ja, ey, war was. Klettern. Ja. Geht doch nicht. Das geht doch nicht. Ich bin irgendwie vollkommen verwirrt, was ich ja nie bin. Und ich bin voll in dich reingerannt, obwohl ich das eigentlich nicht wollte. Au. Oh. Ich glaube, ich sollte Jude als Partner machen in den Bosskämpfen, weil da sind wahrscheinlich ja etwa auf die Fresse fliegen. Weil hier gegen solche Gegner, wo er eigentlich ein Vorteil sein sollte, nützt das nicht. Try stopping this. Weil irgendwie falle ich hier nie am Boden. Also bringt es auch nichts, ihn als Kollegen aktiviert zu haben. Und Rowan im Moment auch nicht. Mila aber. Nein! Du, warum bist du auch immer direkt? Ja, toll, wenn einer steil ist, dann der andere auch, oder was? Und bam, 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 bam. Was? Nein, nein, bitte nicht hauen. Yeah. Lisa, level up. Ja, ihr Schlüsselding hat sie schon. Ach, den Kack hier alles. Beweglichkeit. Geschicklichkeit. Wo ist Intelligenz hier? KP. Natürlich. Und Intelligenz. Perfekt. Dann noch. Stärke auf jeden Fall. Machen wir aber FP erstmal. Und dann lassen wir uns das nächste Mal was einfallen. Intelligenz, yeah. Psyche, yeah. Verdammt, schon voll. Teamwechsel. Weil du bringst irgendwie nichts hier. Wo könnte ich denn dann jetzt lang gehen? Da war ich schon da lang. War ich da nicht auch schon? Nö, hier war ich noch nicht, wie ich gerade sehe. Ich dumm. Alles dumm. Aber ich dumm. Truhe. 3000 Gold. Ich lese es absichtlich vor, weil niemand, der dieses Let's Play guckt, kann lesen. Du kommentierst die etwa, wo ich hier langlaufe, oder was?
fühle mich voll gestalkt. Mein Gott. Warum sind das Ding so groß? Das ist riesig. Oh mein Gott, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und hier kann ich nicht hoch. Verdammt, verdammt, verdammt. Boah, bist du blöd. Boah, bist du blöd. Du Flasche. Ich möchte jetzt mal unbedingt abgeben. Wenn ich wieder hier nach... ich habe schon vergessen, die Stadt hieß Sheridan, glaube ich. Wenn ich als Sheridan wieder zurückkehre, kriege ich schon hier die maximalen Belohnungen dafür. Orange Gummi, warte. Da hat doch jeder voll hier, verdammt. Komm her. Ich bin nicht verschwenderisch. So. Verdammt, geht nicht. Aber das hier geht. Leuchttornado. Zack. Aua. Aua, aua, aua. Aua, oh Gott, Mila. Ey, das konnte ich verbinden. Verdammt! Ich war gerade voll im Rush. So. Zwei Orangengummi. Plop und plop. Ist ja sehr intelligent, weil du gerade nicht im Kampf teilnimmt, aber okay. Und hier sind nur so Miniräume. Das heißt Ruhm, Ehre und Schätze. Ultimative Waffen natürlich noch. Die habe ich nicht vergessen. Ist hier was? Ja. Erzählt so als Schatztruhe, nehme ich an. Hilfe! Ich dachte, ich wäre gefangen. Glitch, Game Over. Oh. Hast du hier so Discmans? So DJ-Dinger? Ich weiß nicht, wie die heißen. Es sah aus, als hätte er so Schallplatten an den Armen. So, Mila, stun die mal. Du kannst das doch, oder? Fuck. Zack. Oh fuck. Upsa. Oh, ich bin auch blöd. Ich setze nicht meine Mystic Art ein. Ja, du hast ja so Dingen zu Schallplatten im Namen. Es müssen Schallplatten sein. Alles andere wäre vollkommen unlogisch. Na, Ruhe. Amulett, ja. Steck's ein, ohne zu gucken, was es überhaupt macht. Na gut. Hey, Bruder, lass mich durch. Digga. Freshman. Edles Holz, das kommt mir noch aus Test Grace F. bekannt vor. Für Zeug hier absahne. Habe ich hier alles erkundet? Da konnte ich nicht hin, okay. Ja, aber dann erstmal hier geradeaus, weil. Da hier vorne links, wie ein Kollege von mir sagen würde. In den Büchern müssen wichtige Sachen sein. Ja. Sirup, was soll's? Wer legt denn Sirup in Bücherstapel rein? Oder seltenes Metall in Boxen? Oder Ananas Gummi in. Boah, das tut voll weh, mal. So, wo bist du hier? Komm her. Mila, komm mit. Ich weiß auch nicht, wie man dieses Binden einsetzt. So. Also. Ja, jetzt hätte ich Shoot bauen können. Jetzt haust du mich natürlich kaputt. Es war so klar, Videospiel Karma. Zack und Leuchttornado. Verbrennet alle. Hey Wingull, was geht ab? Und Layer Level Up. Hupsala. Okay, da oben kann ich auch hin. Layer! Level Up. Und ja. Was auch immer das ist. Vitalität, ja. FP. Und hier sind noch mehr FP.
Und da auch. Verdammt. Sind alle so weit weg. Geschick, das ist doch hier so. Keine Ahnung. Vitalität, ja. Und Stärke, was soll's. Warte. Ich möchte mal hier so nach Dingens gucken, nach. Na, wie heißt es? Überschreitungsverlängerung. Ja. Dafür nehmen wir. Ja, was nehmen wir denn dafür raus? Wofür brauche ich nochmal? Ja. Dann machen wir jetzt bei jedem. Sie hat so gut wie alles. Du hast Überschreitungsverlängerung. Spiegelnde Abwehr. 20% der Abwehr erlittenen Schäden werden auf dem Feind reflektiert. Geld mit dem Zauberschutz. Ah, okay. Grenzfieber. In der Grenze wahrscheinlich werden keine. Ja. Eine Sekunde. Nur einmal pro Kombo möglich. Mann. Großer Gewinn, ja. Okay. Oh Gott. Oh, nur noch 4 Minuten. Ich gucke gar nicht mehr so pingelig auf die Uhr wie sonst. Was ist mit mir los? Ich habe doch keine Zeit. Ich könnte doch jeden Moment hier tot zusammenbrechen. Oh, Cutscene? Das dauert zu lange. Cutscene. Kutzen. Draufhauen. Ah, gut gemacht, Elvin. Bist mal ein elender Verräter, aber manchmal sind wir die gleiche Wellenlänge. Jut voll. Na okay, dann wieder zurück. Zum Glück habe ich jetzt hier eine Abkürzung getroffen. Also müssen wir eigentlich nur. Muss ich sagen, wenn ich den Rest hier erkundet habe, dann. Aber könnte ja jederzeit eine Cutscene oder so kommen, weiß ich ja nicht. Dann müssen wir den Rückweg selber machen. Aber wenn der Cutscene kommt, drücke ich einfach direkt Start und dann seht ihr ja. Oh. Verdammt! Ey. Aber ich komme da nicht hoch. Mache ich denn jetzt hier? Ja. Ach, ich muss diese hier schieben, ist klar. Weil es die einzigste Kiste mit Schiebeberechtigung. Also ja. Voll einfach. Schaffen wir auch noch in diesem Part. Okay. Und 4000 Gold. Ich hätte mir was Besseres erwartet, aber was soll's. Geld ist wichtig. Geld ist immer wichtig. Apropos Geld. Ach, haben wir noch. Okay. Dann. Hi. Tschüss. Jetzt mal hier rein. Hier ist aber verdammt viel Schatz. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Wenn man nach meinem Orientierungssinn urteilt, dann. Okay, vielleicht nicht deswegen, aber wir sind schon nah dran. Okay, ich würde dann sagen, den. Ich werde dann nochmal zum Speicherpunkt zurückrennen. Dann sind ja nur noch 2 Räume entfernt. Und dann. Oh, leck mich am. Ja, okay. Mal gucken, ob wir den Kampf noch schaffen. Wenn nicht, dann flüchte ich einfach. Besser warte, ich flüchte jetzt schon. Tschüss. Ja, den hätten wir nicht mal geschafft. Weil es klingt schon so, als wären wir nicht ohne Cutscene wieder zurückkommen. Oh. Hier war ich ja noch nicht. Was haben wir denn hier noch? Gehen wir mal Speedrun-mäßig hier rum. Oh, die kenne ich. Ich zähle es auf der Abyss. Man geht kaputt und wird wiederbelebt. So, aber ich würde sagen, ich beende den Part hier und ich würde sagen, dann sehen wir uns doch hier an diesem Ort wieder. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss!